Ich dachte mir, ich mache es mal mit Cam. Ich guckte gerade mal so rüber, ob das einigermaßen okay aussieht. Ihr kennt das ja. Nö. Wird wohl so gehen. ja. Wir machen hier weiter. Im Cooking Simulator. Ja, jetzt seht ihr mal das komische Ding da, was das sonst immer irgendwie ohne Cam macht. Genau. Hallo. Ja, also hier geht's weiter mit. Oh, so schnell. Ich bin wieder langsam heute. Okay, sobald der Rest hier, solltest du dich voll und ganz auf deine Bestellung konzentrieren. Erreiche mindestens 4,0. Wow, ich habe gehört, dass der Restaurantkritiker in 3 Stunden hier sein wird. Jo, was sollen wir denn jetzt machen? Verwende den Laptop, um ein Rezept anzupinnen. Okay. So. Ja, was machen wir? Ist die Frage. Schweinekotelett mit Bratkartoffeln. Lass uns mal sowas machen. Vielleicht ist das ja was. Wie komme ich hier wieder weg? Achso, schließen. So, geht los. Nö, ich dachte einfach, vielleicht ist das mal so eine Sache. Wisst ihr? Vielleicht ist das ja mal besser. Oder interessanter für euch. Ich weiß ja nicht. So, ich muss mich auch auf dieses blöde. Nimm Schweinekotelett, 200 Gramm, würze mit Salz, schwarzen Pfeffer, Thymian. Zur Pfanne hinzufügen, Sonnenblumenöl und Schweinekotelett. Ja, es ist klar. Kartoffeln 300 Gramm, würzen mit Salz, schneiden Kartoffeln in Stücken. 50 Gramm. Auf ein Backblech geben. 80. Also 300 Gramm Kartoffeln. Okay. Das ist eine Zitrone. Das sind Kartoffeln. Was wiegt eine? 150. Wir snacken gleich mal, wenn ich nicht überfordert bin. Oh, ich wollte keinen Timer. So. Okay. Wie viel Olivenöl? Zeig nochmal, Meisterlampe. 4 Sterne, Leute. 4 Sterne. Oh, wow. 30 ml. Hoffentlich ist da noch was drinne. Ah, okay. Zack. Das wird sicherlich auch so schmecken. Alter, wir müssen hier mal aufräumen. Das sieht aus wie so ein Schweinestall. Und dieses Brett da. Weiß, dass wir jetzt Wasser verschwenden. Ist wenigstens mal sauber hier. Okay. Erledigt, hoffe ich. So. Haben wir eigentlich auch eine Spülmaschine oder sowas? Das sind Friteusen. Jo. Gibt das keine Waschmaschine oder so? Kann ich hier Wasser einlassen? Alter, das Ganze. Das ist so dreckig hier, ne? Habt ihr das gehört, Alter? Aha. Ja, okay. Müssen wir nochmal gucken, ich habe keine Ahnung. So, das heißt vorbereiten. So. Jetzt gucke ich mal nach dem Schweinekotletti. Da unten. Nicht gut für so einen alten Mann hier. So. Ich weiß, das Brett ist jetzt natürlich falsch rum, aber egal. So, dann brauchen wir hier 200 Gramm. Dann schwarzer Pfeffer. Warte, Pfeffer. Ja, nimm. 4 Gramm, ne? Ja, 4 Gramm. So, Achtung. 1, 2, 3, 4. Und Thymian, meine ich. Thymian. Thymian. Wo haben wir den dann? Und? 1, 2, 3, 4. Wunderschön. Und dann haben wir das erledigt. Genau, und jetzt noch Kartoffeln. Oh, so. So, jetzt Kartoffeln. Das ist die Zitrone, scheiße. Geh mal da rein. Jo. So. Ja, okay. Also hätte ich nicht irgendwas machen sollen.
So, hier kommt Lachssteak und gekochte Kartoffel. Na, oh, das passt ja. Und gut, ich habe gerade eine Kartoffel geholt. Achso, da ist noch unsere Suppe drin. Suppe. So. Zack. Oh, nee. Ja, wie geht das nochmal hier? Ne? Ah ja, jetzt. Ja. Okay. Kartoffel wird gekocht jetzt hier so. Zack. Ich hoffe, es war der richtige. Jawohl. Da muss noch Salz rein, ne? Da muss noch Salz rein. Passt auf. So. Weiß nicht wie viel. 10 Gramm oder sowas, ne? Na, wird schon passen. Dann brauchen wir jetzt Lachsfilet. Das wird schön. Aua, voll in die Fresse habt ihr es gesehen. Meine Fresse, ey. So. Ist jetzt die richtige? Nein, natürlich nicht. Okay. Das sehen wir ja. Wir haben ja Erfahrung. Ihr wisst ja. Wir haben Erfahrung. So, die Kartoffel. Ich hole schon mal einen Teller. Zack. Sicher, sicher. Hoffentlich deppern wir den nicht wieder. Ach so. Mit Salz und schwarzen Pfeffer, ne? Genau, Salz und schwarzen Pfeffi. Wird schon so gehen. Schwarzen Pfeffer nochmal darauf. Ja, wo ist mein Pfannenwender? Ohne Witz. Zack. Ja, und? Nein, und? Wie gut wir einfach sind. Leute, Leute, so. Kartoffel ist fast fertig. Lachsfilet brutzelt sich noch ein ab. Könnte diesmal passen, Leute. Könnte diesmal gehen. Ja, Salz 20 Gramm sogar. Oh. Mal gut, ich guck noch mal. Lass es locker übersalzen. Kartoffel sagt fertig. Lachs sagt fast fertig. Dann kommt die Kartoffel schon mal auf den Kack. Und? Ist fast fertig, ist fast fertig. Hab ich dann sonst noch was vergessen? Einen Teller geben, heiß servieren, na klar. Okay, das wird eigentlich passen. Ja. Ist gleich soweit, ist gleich soweit. Boah, so. Passt doch, 1A. Beste Essen hier. Zack. Ja. Boah, guckt euch das an. Yeah. Wo machen wir den Scheiß? Achso. Hat das nicht geklappt? Hier, eh. So, Achtung. Boah, wir sind so gut. So eine Scheiße, ey. So. Hier, nimm. Raus damit. Oh, echt? Geschmack ist scheiße. Das hat nicht gepasst. Gekochte Kartoffeln. Salz. Ups. Naja, ansonsten war perfekt. Können wir mit leben. Okay. Okay, nimm mal seine Bestellung bald an. Aha. Ah. Schweinekotelett mit Bratkartoffels. So. Sonnenblumenöl, Schweinekotelett. Jeder Seite 90 Sekunden. Ja, das Kotelettöl ist ja wieder mal. Ihr wisst ja. Einmal so. Oh. Ja, gut. So. Oh, da war auch noch die Pfanne an. Kein Wunder, dass das so schwarz war. Haben wir alles raufgemacht. 30 ml. Zack.
Okay, ein bisschen. Wo ist jetzt? Wo ist mein Öl jetzt hin hier, bitte? Ah. Gib mir ja Mühe. So. Okay. Jetzt nochmal hier Kartoffeln. Nicht schon wieder eine. Das wäre auch dämlich, wenn das schon wieder. So. Und. So, das dürfte denn ja okay sein, vermute ich. So. Na komm. Da, eines A. Hier nochmal. Okay. Wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht perfekt. Wo ist unser Buggy-Blechi? Zack. So, komm jetzt hier. Oh nein. Nimm es wieder in die Hand, bitte. So. Jetzt mal ganz schnell rein da, anmachen, zufeuern und dann gleich mal hier gucken. So. Und. Eieieiei. Wir werden immer besser. Ich sag euch das. Salz. Kacke, ich habe wie immer Salz vergessen. Na? Scheiße. Moment. Den wollen wir ja nicht so lange warten lassen, ne? 5 Gramm. Okay, noch einmal. Also, ich weiß nicht, Bratkartoffeln mache ich ja anders. So, und was sagt das Colletti? Das ist gleich fertig. Habt ihr gesehen? Das war schon wieder sehr knapp, ey. Okay. Zack, Bratkartoffeln, was sagen die? Voll in die Fresse. Dauert noch. So. 80 Sekunden auf einen Teller geben, heiß servieren. Ja, das ist ja klar. Hoffentlich schaffen wir das, was? Oh, ganz aufgeregt hier. So, ich hoffe, das ist perfekt gegart. Und die Kartoffeln brauchen noch einen kleinen Augenblick. Schneiden Kartoffeln in Stücken. Ja, gut ist nicht ganz, ne, aber. Okay. So. Das sieht doch gut aus. Die sind gar genug. Zack. Eigentlich schon fast einen größeren Teller, ne? Warte, der kriegt hier so eine schöne Servierapparatplatte, ey. Gib mir den Teller, bitte. Danke. Muss ich das noch garnieren? Müssen wir gleich mal lesen, ne? Das dicke Stück Kartoffel, da habt ihr das gesehen. Oh, Scheiße, muss ich garnieren? Nö. Abfahrt. Ich hoffe, das passt so. Ich hab Angst, Leute, ich hab Angst. Echt, ich hab das. Oh. Scheiße, Gastbeschwerden. Nicht genug Salz, zu viel Salz, zu viel Salz. Scheiße. Schlechte Schneidetechnik. Hitzefehler, Hitzefehler, Hitzefehler. Temperatur war aber perfekt. Okay. Okay. Du hast genug Kochpunkte gesammelt, um ein neues Rezept freizuschalten. Verwende dafür eine App auf deinem Laptop. Okay, gucken wir doch mal. Habe ich keine Zeit zu, Jens. Errichte nicht den Bedürfnis des Restaurantkrieges. Keine Sorge, das nächste Mal bestehen wir schon. Ups. So, warte mal.
Backenöff, naja, niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Du musst es wohl nochmal probieren. Dies wird natürlich deine Ruhmbewertung beeinflussen, aber ich bin überzeugt, dass du es im Handumkehr. Ja, Mist, wir liegen wieder unter dem Mindestwert. Wenn wir den Mindestwert bis zum Ende des Tages nicht erneut erreichen, verliert der Restaurantkritiker das Interesse. Gebackene Forelle. Das können wir ja. Scheiße, das war echt eine dumme Schneidetechnik. Ich gebe mir mehr Mühe, okay? Gib mir mehr Mühe. So, schwarzen Pfeffi. Braucht er auch Salz? Nö. Schwarzer Pfeffer? 5 Gramm war das immer alles, ne? 5. Thymian. Das ist Dill. Thymian. 1, 2, 3, 4, 5. Und? Dill. Ich will Dill. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann fehlt mir nichts mehr, ne? Auf ein Backblech legen. Ist das noch da drinne? Ja. Dim, 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 dim. Oh. Habt ihr das gehört? Oh Mann, muss ich jetzt wirklich das. Habt ihr das gehört? Wie gut war das denn? Lid. Wie dumm. Ja, scheißegal. Also mach einfach Feuer. Zitrone 80 Gramm, die können wir nehmen, die ist noch gut. So. Zack. Warte. So. Ja. Ja. Das geht schon. Ich würde sagen, das geht, oder? Das geht. So, jetzt. Ah, wir haben ja auch einen perfekten Teller hier. Eigentlich hätte ich auch den Timer 90 Sekunden lang. Was sind davon jetzt noch über? Zeig mal her. Brille braucht noch auf jeden Fall. Mach mal hier. Nochmal so 40 Sekunden oder so. Zack. Habt ihr das gehört? Wie doof war das bitte? Wie doof. Wie geil. Was sind die Dilli? Genau, Petersilie, dann nochmal gleich auf ein Backblech legen, 90 Sekunden lang. Würzen mit Meerrettich getrocknet. Gut. So, und dann noch Petersiliengarnitur. Okay, das kriegen wir hin, ne? Ah, ist fast soweit, ist fast soweit. Fast soweit. Ja, ich hab dich gehört, Mensch. Hau ab. So. Den Rest machen wir doch im Handumdrehen. So, ist fertig. Gut. Nehmen wir raus. Zack. Lecker. Ja. Okay, das war echt etwas. Gut. So. Und 1, 2, 3. 3, ne? 3. 6 Gramm. Ja, wird schon passen. Oh, hau rein. Und adios, amigos. Kacka. Das sieht besser aus. Ja, seht ihr doch. Gastbeschwerde? Meerrettich getrocknet, nicht genug. Das habe ich vergessen. Fällt mir jetzt erst ein. Naja, gut, das damit kann man ja leben. Okay. Ah, Tomatensuppe. Die muss ja nur warm gemacht werden. Das wäre noch die gute Tomatensuppe, ne? Muss nur noch mal warm. Und dann passt das schon. Da brauchen wir ja nur einen Suppenteller. So. Ich hoffe, wir kriegen auch irgendwann mal die Chance, hier aufzuräumen. Ich hoffe wirklich. Ein Suppenteller überhaupt? Ja, ne? Ja, lang. So.
dürfte auch gleich warm sein. Was ist da draußen eigentlich los? Hört ihr das? So. Es ist jetzt gleich warm, hoffe ich. Zack. So, und hier reinkippern. Was ist das jetzt? Nein. Nein. Na? Ah, ah. So. Ah, ah. Ja, gut. Okay, Topf ist jetzt auch mal leer, bitte. Ja, nimm doch. Gott, die ist viel zu voll. Ich hoffe, die schmeckt auch. So, bitte. Ich hoffe, die schmeckt irgendwem. Echt? Wie gut. Gastbeschwerde? Falsche Menge an Produkt? Freu dich doch, dass du mehr gekriegt hast. Okay. Das war knapp, aber wir hatten den Mindestwert erreicht. Bitte sorge dafür, dass das so bleibt. Ja, sorry. Wir nehmen keine Bestellung mehr entgegen. Mach fertig und beginne mal die Küche zu putzen. Ja. Hatte ich auch vor. Wann? Nehmen. Vertikal-Tutorial-Fenster. Ah, das kann man auch wegmachen. Ja, wie mache ich denn jetzt sauber? Erzähl das doch mal. Würde ich ja gerne. Ich verstehe die Welt hier nicht. Oh. Da muss doch auch die Dinger zugehen, oder nicht? Wende. Laptop-Rezept anzunehmen. Ich würde gerne sauber machen. Ich habe nur keine Ahnung, wie das hier geht. Das wäre gut, wenn hier auch ein Tutorial kommt und... Okay. Wie geht das? Erzähl mir doch mal einer. Das finden wir jetzt raus. Einstellungen. Eingabe. Tastatur. Keine Schwerkraft. Fotomodus. Kriechen. Ja. Spezial E. Okay, vielleicht. Drücke E, es passiert nichts. Messer rechts. Drehen Sie das Sashimi-Messer nach rechts. Drehen Sie das Sashimi-Messer nach links. Ja. Aber steht ja nichts. Spezialaktion. Einen Controller haben wir nicht. Links, das brauchen wir alles nicht. Keine Schwerkraft. Schnell speichern. Hm. Irgendwie muss das ja gehen. Hier so. Achso, da. Ja, da. Okay, hier auch nochmal alles sauber machen. So, jetzt klappt das auch. Zack. Oh, wie neu hier. Guckt euch das mal an, ey. Geil. Guckt euch das an. Wunderschön. Hier nochmal. Yeah. Wir sind so gut. So gut sind wir einfach. So, hier nochmal. Yeah. Alter, das glänzt hier aber alles wie neu, Leute. Wie neu. Oh, da drin nochmal.
Irgendwie sah das aus wie Kotze, ey. Okay. Oh, sonst noch irgendwo ein Flecki? Nö, ne? So. Jetzt nehmen wir mal die Pfanne hier. Warte, das kann man auch, glaube ich, ups, mit dem Lappen hier machen, ne? Anscheinend nicht. Ich habe gelernt, dass das nicht geht. Okay. Voll und hab gleich wieder alles dreckig gemacht. Das ist ja scheiße. So. So. Okay. So. Ist sauber. Der Rest ist ja nur Wasser. Den Kram kann ich gleich aufwischen. So, zack. 1A. So. Bis ich mal eine Idee habe, wie das funktioniert, müssen wir es halt erstmal so machen. Das sieht einfach viel schlimmer aus als vorher irgendwie. So. Wunderschön. Juhu, du hast es geschafft. Ein Restaurantkritiker kommt morgen vorbei, um deine Kochkünste auf die Probe zu stellen. Wenn du einen beeindruckst, oh Gott, sobald der Restaurantkritiker hier solltest, solltest du dich voll und ganz auf deine Bestellung konzentrieren. Erreiche mindestens 4 Sterne. Leute, das wird interessant. Darf ich nicht noch erst... Ich darf nicht fertig putzen. Okay. Ist okay. Ja, wähl ein Perk. Tun wir das. Was hat überhaupt... Ah, 27 Minuten. Halte 3 zusätzliche Fähigkeitenpunkte anstatt eines Perks. Feenmagie anstatt. Alle Flecken. Oh, das hört sich gut an. Ich habe nicht keinen Bock zu putzen. So. Ah. So. Verdienst mehr Kochpunkte. Ja. Zack. Nehmen wir auch. Okay. Haben wir alles? Einen Punkt habe ich noch. Denn. Günstigere Erfahrungsboost. Günstigere Küchendeko. Sowas brauchen wir auch. Nächsten Tag beginnen. Aber für uns, für euch ist es der letzte Tag. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind zu doof. Ja, das ist dann jetzt so. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Und warte, ich speichere noch einmal. Ja, passt. Speicher rein. Wunderschön. Achso, und wir machen ja immer zusammen ein Screenshot. Screenshots. Okay, lass ein Abo da. Daumen hoch, Abo. Was noch? Glocke nicht vergessen, genau. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ne? Tschüssi.